Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Bayonetta 2. Ich bin Sadie. Und ja, wir gucken uns ein bisschen um. Wir gucken, ob keiner guckt. Kann ich den hier auf den Grund so? Komm schon. Doch ich wieder hochkommen. Ich rutsche mal ab. Okay, machen wir das mal hier kaputt. Huch, wo kommt ihr denn her? Also euch habe ich nicht gerufen. Ah, wenn wir mal diesen blöden. Wow, oder ein Gespitz in den Boden. Yeah. So. Jetzt ausweichen. Ja, wo? Wo ist die Wofür-Action? Mist. Hallo? Kein Husten, bitte. Folterangriff. Ja! Rein mit dir. Wow. Das Ding ist aber übel. Nee, das Ding sammeln wir nicht normal ein. Und ich habe wieder Gold. Ja, ich habe sogar auch Stein bekommen. Also wirklich die nieteste, ja, außer die man kriegen kann. Nee, das ist nämlich keine Waffe, nett. Ich glaube, es geht eigentlich auch in die Bewertung, wenn man die dann einsetzt, glaube ich. Okay, gucken wir mal bei Rodan rein. Ja, betreten. Wow. You got halos, I got items. Welcome to the foundation of a barter economy. Ja, mal sehen, was hast denn so Feines? Ausverkauf? Du hast aber noch nichts. Warte mal. Items? So viel Geld habe ich auch gar nicht. Du bist ziemlich teuer. Ich hoffe, du hast gute Qualität dafür. Grüner Kräuterlutscher. Ausverkaufte Megagrüne. Sehe ich gar nicht, den ich habe ich den mal gekauft. Gelber Mondlutscher. Also irgendwie kriege ich jetzt Appetit darauf. Naja, also ich meine im Sinne, ich Appetit jetzt auf Lutscher. Mondperle. Ja, noch ein bisschen sparen. Technik? Siletto, anders leider. Also, sein Aufkleber sieht geil aus. Afterburner. Hexentwister. Ach, dafür wäre auch noch was. Hab ich eine Kohle. Breakdance. Innere Fledermaus? Innere Krähe? Ah ja. Ja, ich glaube, kann man sich wohl eine Fledermaus mit. Oder ein Schätze, was hast du? Umbra-Eleganz. Ach so. Ach ja, klar. Das ist eine spezielle Technik für die Waffen, die ich habe. Superspiegel. Fledermaus. Was jetzt gut wäre? Das Problem ist ja leider, dass ich jede Menge Kohle brauche.
Lass mich so gehen, die Frage. War nicht hier eine Fledermaus-Bohne? Aha. Lass mich unmittelbar, nachdem du getroffen bist. Okay, eine Timing-Sache. Ich weiß es nicht! Ach, ausprobieren? Ach ja. Man kann zu trainieren. Ja. Obwohl das eine gute Idee ist, immerhin. Ja, nicht wehdrücken. Hier mit der Zeitverzögerung mit Signalsturm so hier. Na komm! Die Zeitverzögerung ist so scheiße. Komm! Lernst wohl nie. Ich muss mich angewöhnen, nicht mit B zu drücken. Und wenn ich wieder Wind Waker spiele, dann habe ich wieder Probleme mit PR zu treiben. Komm schon, du Kumme. Katze, du. Komm. Okay. Holen wir mal ein anderes Mal. Weil. Boah, ich möchte noch ein bisschen Geld sparen. Ja, dann lassen wir mal. Tschüss, Rodein! Du kannst mich übrigens zu uns Modi einladen. Kap wäre auch nicht schlecht. Ein Dämon wie. Er so ein Smoti zu sich nimmt? Naja. Er sammelt Heiligscheine. Er ist schon gut. Er sammelt LPs von Engelgesang und nimmt Heiligscheine als Zahlungsmittel an. Also gehe ich mal davon aus, wird er wohl nichts gegen Smoothie haben. Und Braneda so. Ja, das hast du immer hingekriegt. Egal, ich guck mich mal um. Ich mag Braneda. Sie ist so sexy badass. Oh, ich mag sie. Ja. Und ja. Ich glaube, gleich gibt es wieder ein paar Engel, die vermummt werden. Was für eine Überraschung. Ah, nicht den Knopf! Hey. Okay. Oh, Moment mal. Ich hab ja vergessen, die Typen, die muss ich als erstes erledigen. Aber anscheinend kontrollieren sie die, wie ich es mitgekriegt habe. Weg da! Okay. Ach. Oh. Ja. Okay. Abzug in. Oha! Was kann ich jetzt? Ich will die Schulter werfen. Das kenne ich nicht. Also beim Reiten, dass man jemanden also in die Schulter wirft. Auf jeden Fall, es gab mich jetzt anstatt diesen komischen Hühnerbeißen jetzt Luca alt. Und Dreher. Ja, also. Oh, Trophäe. Mir fiel gerade der Name nicht ein.
was... Was ist... Ach, der Typ, der sich zu viel runtergeholt hat, wenn du mal seinen Arm betrachtest. Oh Mann. Das kommt davon, wenn man sich so einen runternudelt. Alter, das habe ich nicht gesehen, dass der Typ zugeschlagen hat. Maul. Ja, danke, dass du keine Reaktion folgt, wenn ich jetzt drücke. Der macht so komische Geräusche. Passiert mit bösen Engeln, die sich einen runterholen. Okay, hier ist ein Spielregel. Ich habe ja vergessen, es gibt ja so was wie ja. Ja, wie. Ach du heilige schon. Friss! Hat's geschmeckt? Eine Kröte mit einer Krone. Das eigentlich fällt mir gerade ein. Mal sehen, was das jetzt ist, weil ich hatte. Die Videos habe ich ja dazu. Ich kann es ja eigentlich zurechtschneiden. Ach, die Scheiße. Ja, mit einzigen Combo. Ja. Dumm ist, wenn die Viecher zu weit weg sind. Dann kann das ein bisschen schwer werden. Naja. Ne, Leute. Ich habe es ja schon geschafft. Ich muss ja nicht jetzt hier nochmal hier bleiben. Schade, dass es nicht so außerhalb klappt. Also, dass man außerhalb des Spiels das so rauskommt. Also hingehen kann, so ähnlich wie dass man außerhalb der Story-Modes in Hoda ins Geschäft gehen kann. Bin ich jetzt? Boah. Okay. Was ich noch mal sehen wollte. Ja, auswählen. Komme ich jetzt dahin? Ach, umblättern. Nein. Ja. Ach so, wow. Ich kann sie drehen. Okay, lassen wir es mal. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Auswählen will nicht. Denn da jetzt hin? Ach, ja. Aha. Tragische Liebe. Ach so. Die Information, gucken wir mal. Ausrüstbar, schwer wie der Demokrat, das kann sie tragen und Summe gereinigt worden. Das hat den Sieg.
lässt die Schwerter im Leichen schwingen. Hier war ich bei der Meister, mein Sohn. Ist das hier? Ja. Okay. Und was ist das? Waffe kein. Boah. Probieren wir das doch mal aus, oder? Ich hab's doch gekauft, oder? Gut, wie kann ich es jetzt ausrüsten? Gut, versuchen wir es mal so. Spielen wir mal ein bisschen Klingerling. Ah, Klingenspielerei. Also ich möchte jetzt nicht hinter ihr stehen, da hätte ich echt Angst, dass sie mir die Füße aufschneidet. Und sonst auch alles Mögliche. Und trotzdem kann sie mit Dingern so laufen, als ob sie ein Catwalk ist. Ach, sieh mal an, das Gedächtnis der Zeit! Ach. That performance might make the back page of the class. Aha. Donnerwetter! Das ist ja noch unter 20 Minuten. Warum auch nicht, Leute? Also, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. See ya, Matani!